Grüß Gott, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie sehr herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ich begrüße auch beide Trainer, Mirko Slomka und Pep Guardiola. Sie stehen für Ihre Fragen zur Verfügung. Mirko Slomka, München bleibt kein gutes Pflaster für Sie und Ihre Mannschaft. Warum hat es heute nicht geklappt und sind Sie deshalb unzufrieden? Ja, zunächst mal hatten wir heute ja einen etwas couragierteren Auftritt als in den letzten zwei Jahren, wo wir ja gar keine Chance hatten, eigentlich hier in München überhaupt ein Tor zu machen oder noch besser zu verteidigen. Die Chancen waren viel größer da. Heute, glaube ich, haben wir in der ersten Halbzeit einen sehr guten Auftritt gehabt, hatten auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Zwei gute Chancen fallen mir ein. Arthur Sobich nach der Standardsituation, nach dem Eckball mit dem Kopfball und natürlich auch der Schuss an die Latte von Diti Yakunan, auch wenn er abgefälscht war. Es waren gute Möglichkeiten. Wir hatten auch gute Ansätze von Konterchancen. Und wir haben vieles von dem umgesetzt, was wir wollten, nämlich das Spiel der Bayern eindämmen, diese großartige Technik ein bisschen unter Druck zu halten. Und in der zweiten Halbzeit haben wir ja auch vor dem 0:1 eine sehr gute Chance durch Leo Bittencourt am zweiten Pfosten. Und dann zeigt sich natürlich die ganz große Klasse. Ich denke, das 1:0 ist ja zum Zungeschnalzen, selbst für den Gästetrainer, wenn man das 0:1 kassiert. Das war natürlich erstklassig herausgespielt, technisch einfach spitze. Und dann läuft man natürlich diesem 0:1 hinterher und hat dann auch irgendwann das Nachsehen, so wie wir heute auch mit dem 0:2. Aber ich glaube, wir haben es ordentlich gemacht, couragiert gespielt, hier und da eine gute Chance gehabt. Aber um mehr zu holen, muss man am Tor machen und da waren wir heute nicht effektiv genug. Vielen Dank. Vielen Dank, Mirko Slomka. Es gibt sicherlich noch Fragen an Sie. Wir kommen gleich auf Sie zurück. Pep Guardiola, 5 Spieltage. Ihre Mannschaft hat 4 davon gewonnen. Sind Sie zufrieden? Guten Abend. Erst gratuliert Mirko für seine Mannschaft, für seine Performance. Sie haben sehr gut gespielt. Die Bundesliga ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Immer nach für meine Erfahrung als wie Trainer Barcelona und jetzt auch nach dem Spiel, nach dem Länderspiel ist immer schwierig. 8-9 Tage ohne Spielen, nur 2-3. Ein bisschen, der Wort ist nicht müde, aber der Rhythmus so kommen in der Kompetition, Wettbewerb. Dann ist immer schwierig, aber okay, in der ersten Halbzeit, es war ein bisschen Risiko, aber in der zweiten Halbzeit, nach dem Tor, der Mann so, wir haben ein bisschen mehr gut gespielt. Jetzt vorbereiten für den nächsten Dienstag für die Champions League. Vielen Dank. Ich nehme an, Sie haben Fragen an die beiden Trainer. Geben Sie uns ein kurzes Handzeichen, beziehungsweise den Damen links und rechts, die ein Mikrofon für Sie haben. Ihre Fragen an Mirko Slomka und Pep Guardiola, wenn Sie keine haben. Okay, let's go. Dann machen wir ganz schnell Schluss. Nicht der Fall. Wünschen Ihnen einen schönen Samstagabend. Ihnen einen guten Nachhauseweg. Wir sehen uns am Dienstag hier. Champions League gegen Moskau. Vielen Dank.